Greifen Sie nach unseren Sternen und erleben Sie individuelle Mobilität auf höchstem Niveau. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. TV Allgäu Nachrichten am Dienstag. Hallo und herzlich willkommen. Bei uns geht es heute um diese Themen. Sperrung und Abriss. Kaufbeurer Brücke legt den Bahnverkehr lahm. Europa und Demokratie. Peter Gauweiler spricht vor Bürgern und Erfolg und Leidenschaft. Uli Hoeneß bei der Managementberatung Birmelin. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Die Bahnlinie zwischen Kaufbeuren und Buchloe ist nach wie vor gesperrt. Erst ab Donnerstag soll die Strecke wieder freigegeben werden. Der Bahnverkehr musste eingestellt werden, nachdem gestern Gutachter festgestellt hatten, dass die Brücke in der Josefsthaler Straße bei Leinau akut einsturzgefährdet ist. Die Deutsche Bahn reagierte prompt und stellte den Reisenden Busse zur Weiterfahrt zur Verfügung. Nach weiteren Untersuchungen wurde heute bestätigt, dass die Brücke nicht mehr sanierungsfähig ist, sondern abgerissen werden muss. Wann und wie das Ganze geschehen soll, ist aber noch unklar. Nähere Informationen haben Martina Herz und Markus Wesseli für Sie. Noch immer sind die Gleise zwischen Kaufbeuren und Buchloe unbefahren. Nachdem gestern die Strecke wegen einer akut einsturzgefährdeten Brücke bei Leinau gesperrt werden musste, hat das Bauamt Kaufbeuren heute entschieden, wie das weitere Vorgehen aussieht. Laut Ralf Bauer, Baureferent Kaufbeuren, haben die Untersuchungen ein eindeutiges Bild ergeben. Die Brücke wird abgerissen werden, aber wir werden jetzt erstmal Sicherungsmaßnahmen veranlassen, die sicherstellen, dass kein Unfall passieren kann. Und dann kann auch der Zugverkehr voraussichtlich Donnerstag früh wieder ganz normal laufen. Wir werden dann mit der Bahn zusammen die einzelnen Schritte des Abbruchs genau vorplanen. Und die Bahn wird uns dann auch ein Zeitfenster zur Verfügung stellen, wo die Beeinträchtigung des Zugverkehrs, weil beim Abbruch muss dann das Gleis wieder komplett gesperrt werden, dass hier diese Beeinträchtigung möglichst gering ausfällt. Damit die Strecke ab Donnerstag wieder ohne Gefahr passierbar ist, muss nun einiges geschehen. Deshalb werden zur Sicherung zunächst Stahlträger auf die Fahrbahn gelegt. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits. An den Stahlträgern werden dann Schlaufen angebracht, an denen die 12 Träger der Brücke aufgehängt werden. Damit soll ein Einsturz der Brücke verhindert werden. Diese Sicherung ist wichtig, um den Schienenverkehr baldmöglichst wieder zum Rollen zu bringen. Denn ein sofortiger Abriss der Brücke ist erst einmal nicht möglich. Wir haben das Problem, dass die Brücke in ihren Befestigungen uns das eine oder andere Problem aufgibt. Wir müssen die einzelnen Brückenträger lockern, weil das alles sehr fest miteinander natürlich ein Gefüge abgibt. Und das kann unter Umständen mehrere Stunden pro Brückenglied in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass wir dann aber der Bahn gegenüber keine sichere Zeiteinschätzung abgeben können. Wenn wir jetzt nur in Anführungsstrichen sichern und dann den Abbruch selber im Detail planen, dann sind wir, was die zeitlichen Anforderungen angeht, auf der sicheren Seite und können mit der Bahn zusammen das dann so in ein Zeitfenster reinlegen, dass die Beeinträchtigung der Öffentlichkeit möglichst gering ausfällt. Nun stellt sich die Frage, ob die Beeinträchtigung nicht komplett hätte verhindert werden können. Denn bereits seit Monaten beschäftigt sich die Stadt Kaufbeuren mit der Sanierung der Brücke. Doch im Zuge dieser Maßnahme sei die Gefahr nicht erkennbar gewesen, so Stefan Bosse, Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren. Es war so, dass die erste Untersuchung ein Bild ergeben hat, dass diese Brücke sanierbar ist. Wir hatten den Verkehr schon länger von der Brücke runtergenommen, aber dass die so marode ist, dass nun ein Einsturz sogar denkbar ist, das war nicht absehbar. Der genaue Abrisstermin der Brücke steht noch nicht fest. Zunächst müssten noch einige Berechnungen durchgeführt werden, so Bauer. Im Anschluss soll dann mit der Deutschen Bahn über den bestmöglichen Zeitpunkt beraten werden. Bis der gefunden ist, bleibt die Brücke aber erst einmal gesperrt.
Politik wird in Brüssel gemacht, in Berlin oder auch in München. Viele Bürger haben den Eindruck, selbst nicht viel zu tun zu haben mit den Entscheidungen, die dort oben getroffen werden. Genau das haben nun möglicherweise etwas spät auch die großen Volksparteien erkannt und sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Sie wollen sogenannte Mitmachparteien werden. Ganz gut in dieses Konzept passen da die Veranstaltungen der CSU Kaufbeuren. Unter dem Titel Politik hautnah sprechen hier regelmäßig hochrangige und bekannte Politiker zu den unterschiedlichsten Themen. Gestern nun war der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Staatsminister Peter Gauweiler in Kaufbeuren zu Gast. Im Gepäck ein buntes politisches Allerlei und so manche Blessur. Er sieht genauso angeschlagen aus wie die CSU. Peter Gauweiler gestern im Kaufbeurer Kolpinghaus. Was zunächst als Scherz angedacht war, wurde aber schnell auch eines der Themen, über die Peter Gauweiler sprach. Der Zustand der CDU-CSU. Alles andere als berauschend im Augenblick, zumindest in Sachen Umfragewerte. Die Gründe? Also bei mir lag es daran, dass ich letzte Woche in der Universitätsdermatologischen Klinik in München unter Messer war. Woran es bei der CDU-CSU lag, ich glaube, es lag ein bisschen daran, an dem Problem versprochen und gehalten. Die Union und die FDP wurden im letzten Jahr gewählt mit dem Versprechen, mehr netto vom Brutto. Und sie hätten die ersten 8 Monate bis zur Wahl in Nordrhein-Westfalen nutzen müssen, hier die Abgaben zu senken, dass allen Leuten die Spucke wegbleibt. Stattdessen hat man mal erst gewartet, bis Nordrhein-Westfalen war und dann hatte man gleich die Mehrheit im Bundesrat verloren. Aber nicht nur die Union ist derzeit angeschlagen. Die Politik insgesamt bedarf einer Reform. Peter Gauweiler, selten um große Ideen verlegen, hält es hier quasi mit einem Sozialdemokraten. Um Politik wieder interessant und zeitgemäß zu machen, hält er es mit Willy Brandts Worten, mehr Demokratie wagen. Das Wort mit dem mehr Demokratie wagen ist aktueller denn je. Wir müssen sehen, es war mit der Wiedervereinigung eine Zäsur, es waren jetzt schwierige Aufbaujahre, aber jetzt muss frischer Wind rein. Und das kann am besten dadurch, dass wir mehr Volksentscheide geben, dass wir die Parteien öffnen, dass wir wie in Amerika Vorwahlen einführen, dass wir das Staatsoberhaupt durch die Bevölkerung wählen lassen. Und gerade in Sachen Demokratie schaute Gauweiler gerne Richtung Amerika. Überhaupt, Peter Gauweiler schlug gestern einen weiten Bogen. Von der deutschen Politik über Kriegseinsätze in Afghanistan bis hin zu George W. Bush und Obama und dem Buch von Thilo Sarrazin. Ein Thema, an dem man nicht vorbeikam, Europa. Ganz aktuell der Rettungsschirm für den Euro. Gauweiler hatte im Mai dieses Jahres gegen den Beschluss vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Zu Fall bringen konnte er den Schirm freilich nicht, aber noch immer übt er scharfe Kritik, so auch gestern. Also ich denke, natürlich muss man sich helfen, aber es muss erstens im Rahmen bestehender Verträge sein. Es kann nicht sein, dass Spekulationsgewinne auf der einen Seite mit Wetten auf Währungen geleistet werden und erzielt werden können, auf der anderen Seite aber die Verluste von Währungswetten in Griechenland oder Portugal der deutsche Steuerzahler bezahlen muss. Aus dem Grunde gab es ein striktes Bezuschussungsverbot in den Verträgen von Maastricht, das im Lissabon-Vertrag sogar wieder aufgenommen wurde. Und dagegen ist meiner Meinung nach zu großzügig verstoßen worden. Applaus erntete Gauweiler gestern reichlich. Für politisch Interessierte ein zumindest unterhaltsamer Abend, bei dem Peter Gauweiler vor allem eines beweisen konnte. Trotz Jahrzehnten in der Politik kann er eines noch immer, starke Worte finden. Jan, bei uns gibt es jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Danach geht es dann weiter mit den aktuellen Nachrichten aus der Region. Bis gleich. Gute Energie ist Energie mit Zukunft. Gute Energie ist, wenn der Service einfach stimmt. Gute Energie ist überall dort, wo Energie von BayWa ist. Situation klare Sicht mit der Femto-Sekunden-LASIK. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität.
Dauerhaft Reisen mit Arnold. Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Das Einkaufserlebnis auf 4 Etagen für Jäger und Neugierige. Outdoor- und Freizeitmode. Trachten, Fesch und Leger. Waffenbär, wo Beratung und Service überzeugen. Umweltschutz. Für uns selbstverständlich. Wasser. Unsere natürliche Kraft der Natur. VW EW. Energie aus der Region für die Region. Für mehr Komfort und für ein gutes Gefühl. Individuelle Sporteinlagen für Jogger, Radfahrer, Wanderer und viele mehr. Dazu die passenden Sportsocken, durchblutungsfördernd oder muskelstabilisierend. Drescher und Long. Und ich fühle mich wohl. Die Meldungen vom 16. November. Der Ostallgäuer Landrat Johann Fleschhut hat noch einmal an die Eigentümer der Schwarzbauten im Wasenmoos appelliert und dazu aufgefordert, mit dem Landkreis einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Beseitigung der Bauten zu schließen. Dieser sieht eine Restnutzungszeit der Gebäude von 10 bis 15 Jahren vor. Die Empfehlung des Petitionsausschusses, die Restnutzungsdauer auf insgesamt 20 Jahre auszudehnen, schließe er sich nicht an, so Fleschhut. Die Eigentümer seien zu jeder Zeit über die Rechtswidrigkeit der Bauten unterrichtet gewesen. Bereits 1986 habe das Rosenbauer Moratorium die Beseitigung der Schwarzbauten vorgesehen. Die vergangenen 24 Jahre müssten zur Restnutzungsdauer hinzugerechnet werden, so der Landrat. Immer wieder sei man darüber hinaus den Eigentümern entgegengekommen. Aber ökologisch wertvolle Flächen dürften im gesamten Bundesgebiet nicht bebaut werden. Es sei somit eine Frage der Gerechtigkeit, die Fälle zwar individuell zu beurteilen, insgesamt aber klarzumachen, dass es keine unbegründeten Sonderrechte gebe. Bis heute haben nach Angaben des Landratsamtes 9 der insgesamt 46 Eigentümer einen öffentlich-rechtlichen Vertrag unterschrieben. 3 haben ihre Schwarzbauten freiwillig beseitigt. Wer den Vertrag nicht unterschreibt, riskiert, dass sein Gebäude bereits vor Ablauf der 10 bis 15 Jahre beseitigt wird. Mit einem Spatenstich haben gestern Abend die Bauarbeiten für den DSL-Breitbandanschluss der Gemeinde Günzach begonnen. So können die Bürger der Gemeinde und ihrer Ortsteile zukünftig mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde im Internet surfen. Das ist schneller, als es in Augsburg und Kempten möglich ist. Also wir hatten im Moment in Günzach 1 Mbit Leistung, in manchen Ortsteilen 500 Kilobit, das ist praktisch gleich gar nichts. Und jetzt mit dieser neuen Leistung 50 Mbit im Ort Günzach selber, im Ortsteil Immental und in Schöllhorn. In Immental soll das neue Gewerbegebiet entstehen. Das ist ein ganz wichtiger Standortfaktor, diese 50 Mbit. Und wir hoffen, dass sich neues Gewerbe hier bei uns niederlässt. Nicht alle brauchen einen Autobahnanschluss. Manche brauchen nur einen Anschluss für eine schnelle Datenautobahn. Und den bekommen sie jetzt in Günzach. Insgesamt werden 9000 Meter Glasfaser und Kupferleitungen verlegt. Die Kosten für das Bauvorhaben belaufen sich auf rund 850.000 Euro. Ab April nächsten Jahres kann die neue Internetverbindung voraussichtlich genutzt werden. Eine Informationsveranstaltung dazu findet am Mittwoch, den 1.12. um 20 Uhr im Gemeindesaal in Günzach statt. In Lindau werden vermutlich die Parkgebühren steigen. Das eingenommene Geld soll für die Umsetzung der geplanten Großprojekte wie Inselhalle, Feuerwache und Bahnunterführung genutzt werden. Diese könne man vor allem dann stemmen, wenn man Parkgebühren und Steuern erhöht, Grundstücke verkauft und die Rücklagen angreift. Das hat Lindaus Oberbürgermeisterin Petra Seidel jetzt bekannt gegeben. Insgesamt sollen die Projekte in den nächsten Jahren rund 43,5 Millionen Euro verschlingen. Ein Teil davon soll durch Zuschüsse finanziert werden. Knapp 90 Aussteller zählt die diesjährige Gastronomie- und Großverbrauchermesse von C&C Oberallgäu in Bleichach. Ein Themenschwerpunkt liegt heuer wieder auf dem Bereich Weinfachberatung. Für Gastronom kann bei uns alles beziehen. Dementsprechend haben wir auch geschaut, dass wir wirklich alle querbeet vertreten kriegen. Also das heißt sowohl der Non-Food-Bereich als natürlich auch Schwerpunkt, was bei uns natürlich im Haus auch ist, der Food-Bereich, wo wir auch laufenden Wechsel haben. Wir haben jetzt um die 90 Aussteller dieses Jahr. Die Messe richtet sich an Hoteliers und Gastronomen. Die Messe ist gestern gestartet und dauert noch bis einschließlich diesen Mittwoch.
Das in Kempten geplante XXXL Lutz Möbelhaus soll niedriger als ursprünglich geplant werden. Der Bauausschuss hat jetzt einer Änderung des Bebauungsplanes zugestimmt. Demnach wird die Kante des Hauptgebäudes von 16,50 Meter auf 12,50 Meter zurückgenommen. Eine Änderung der zulässigen Verkaufsfläche stimmten die Räte aber nicht zu. Eine Erhöhung der Sonderverkaufsfläche von 4.000 auf 6.000 Quadratmeter könne man nicht befürworten. Das Füssener Krankenhaus soll jetzt saniert werden. Der Verwaltungsrat der Kliniken hat die Mittel für die ersten Bauabschnitte freigegeben. Dabei handelt es sich um 16,5 Millionen Euro. Baubeginn könnte bereits im Frühjahr 2011 sein. Die Blaskapelle Bielerdorf-Ofterschwang hat jetzt ihren Gewinn des 6. Euregio-Jubiläumsfestivals 2009 eingelöst. 35 Musikkapellen aus Bayern hatten sich schon letztes Jahr für einen Workshop mit dem Leiter der Stadtmusikkapelle Innsbruck-Wilden, Peter Kostner, beworben. Bielerdorf-Ofterschwang hat gewonnen und nun ist ein Termin zustande gekommen. Also das Orchester hat sich für ein Orchester aus einem Dorf eine große Literatur vorgenommen und das sind alles sehr engagierte Musikerinnen und Musiker. Man merkt, dass die wollen, dass sie viel Energie haben und dass sie auch, was ich jetzt nach 1,5 Stunden Probezeit erleben konnte, gut reagieren und vieles an Ideen, die man hat, aufnehmen und relativ schnell umsetzen. Das geprobte Stück heißt Tirol Terra Fortis. Das wird die Blaskapelle Bielerdorf-Ofterschwang in ihrer Weihnachtsaufführung spielen. Ja, soweit die Meldungen vom 16. November und wir schauen jetzt, was der liebe Petrus in den kommenden Tagen für uns bereithält. Einrichten nach Maß. Modern, hochwertig und mit einer einzigartigen Auswahl an kreativen Wohnideen. Möbelböck in Kempten St. Mang. In der Nacht zum Mittwoch hält der Schneefall im Westallgäu und an den Alpen an. Im Unterallgäu kommt es bei Werten bis 3 Grad auch zu Regen. Im restlichen Gebiet liegen die Temperaturen bei 1 Grad. Morgen Vormittag fällt in weiten Gebieten des Allgäus noch Schnee, im Unterallgäu auch Regen. Es bleibt kalt bei 0 bis 2 Grad. Im Lauf des Tages stellt sich allmählich eine Wetterbesserung ein. Schnee und Regen lassen nach und zeitweise zeigt sich am Nachmittag sogar die Sonne. Die Werte steigen auf 6 Grad. Am Donnerstag ist es stark bewölkt mit viel Regen im gesamten Allgäu. Die Temperaturen liegen bei rund 6 Grad. Am Freitag lässt der Regen nach, es bleibt aber unbeständig und kühl bei rund 7 Grad. Auch am Samstag zeigt sich ein ähnliches Bild. Bei höchstens 7 Grad im Unterallgäu ist es weiterhin wechselhaft. Die größte Aber-Show aller Zeiten kommt nach Bayern. Aber The Show, die perfekte Illusion, am 21. Januar in der Big Box Kempten. Infos unter www.aberthe-show.de. E.ON geht auf Energiespartour und besucht über 200 Städte und Gemeinden. Erleben Sie Energie neu. Interaktive Modelle und Quizstationen zeigen Ihnen, wie einfach sich Geld sparen lässt. Ein Team von 100 Experten begleitet die Tour. Machen Sie mit und sparen Sie bis zu 150 Euro im Jahr. Leisten Sie einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft. Wie das geht, zeigt Ihnen die E.ON Energiespartour. Bald auch bei Ihnen vor Ort. Bayern haben unseren eigenen Charakter. Wir haben unseren eigenen Stolz. Wir haben unseren eigenen Willen. Wir haben unseren eigenen Anspruch. Warum also sollten wir etwas anderes trinken als unsere eigene Milch? Ein gutes Stück Heimat aus garantiert bayerischer Bauernmilch. Von bayerischen Kühen, von bayerischen Bauern, von bayerischen Molkereien. Ein gutes Stück Heimat. Jetzt nur bei Lidl und nur in Bayern. Grenzenlos. Eintauchen und Energie tanken. Mit allen Sinnen genießen. Karibik-Feeling und oberösterreichische Knödelspezialitäten an einem Ort. Mehr dazu finden Sie auf www.urlaub-grenzenlos.eu. Das bayerische Golf- und Thermenland und Oberösterreich freuen sich auf Sie. Autohaus Brosch.
Ihr Mazda-Partner seit 1973. EU-Neuwagen aller Marken. Auto-Crew-Werkstatt für alle Fabrikate. Immer erst die Brosch. Ihr zuverlässiges Familienunternehmen in Kempten-Durach. Haben Sie einen Holz- oder Parkettboden, der so oder so aussieht? Wir bringen wieder Glanz in Ihre vier Wände. Rufen Sie uns an. Unsere Fachleute prüfen Ihren Boden kostenlos und unverbindlich. Fröhlich Parkett und Bodenbelege. Wir freuen uns auf Sie. Fokus Titel. Mut zum Ich. Wer authentisch ist, wird erfolgreich sein. Alles eine Frage der inneren Mitte. Der neue Fokus. Ab Montag am Kiosk. Ja, und damit sind wir wieder bei unserer Wirtschaftsreihe am Dienstag, in der es ja mal ganz allgemein formuliert, logischerweise ziemlich oft um Erfolg und eben auch um Misserfolg geht. Denn wer als Unternehmer nach oben kommen, also erfolgreich sein will, muss den Mensch in den Mittelpunkt stellen und seine Aufgabe mit Leidenschaft und Begeisterung erfüllen. Sagt zumindest die Birmelin Management Beratung aus Kimratshofen. Seit über 30 Jahren betreut das Unternehmen die verschiedensten Firmen aus allen Bereichen der Wirtschaft und organisiert sogenannte Allgäuer Trainingstage für Führungskräfte. So auch heute. Als Gast kam der Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß. Anselm Stern, Peter Böhr und Jonas Strobel berichten. Der Wirtschaftsbericht. Präsentiert von Glas Trösch. Glas Trösch in Kempten im Allmay. Räume für Träume. Uli Hoeneß, mittlerweile Präsident, jahrzehntelang Manager des FC Bayern München. Aus einem verschuldeten Club machte vor allem er den sportlich und wirtschaftlich erfolgreichsten Fußballverein der Bundesliga, einen Champions-League-Sieger. Uli Hoeneß, Weltmeister von 1974, hat Erfolg und er polarisiert. Immer und jedem sagt er seine Meinung. Fest steht, dieser Mann macht seinen Job definitiv mit Leidenschaft und Begeisterung. War also heute durchaus der ideale Gast in Kimratshofen beim Birmelin-Trainingstag Allgäu. Herr Hoeneß, das Thema hier heute ist mit Begeisterung und Leidenschaft zu besseren Ergebnissen. Wie sehr muss man sich für ein Thema, für eine Aufgabe, für einen Job begeistern, um sozusagen so viel Erfolg zu haben, wie Sie es hatten und haben? Ja, es ist natürlich schwierig, das in 5, 6 oder 6 Sätzen zu beschreiben. Ich denke einfach, dass jeder für sich ein Konzept entwickeln muss, wie er sein Leben sich vorstellt. Er muss versuchen, das dann umzusetzen. Er muss den einen oder anderen, sagen wir, den er als Vorbild hat, vielleicht mal auch nachlesen oder auch mal treffen oder auch mal zuhören. Und vor allen Dingen, das alles Entscheidende ist Learning by Doing. Auch Fehler machen, sie möglichst nicht zweimal machen und auch nicht Angst davor haben, mal falsch zu liegen. Müssen Sie sich eigentlich noch, wenn es mal nicht so rund läuft, noch motivieren? Und wie motivieren Sie auch Ihre Mitarbeiter? Das haben Sie vorher ganz eindrücklich geschildert. Na, ich muss mich überhaupt nicht motivieren, aber... natürlich gibt es Tage, wo du keine Lust hast und dann muss ich trotzdem manchmal was tun, was mir eben nicht Spaß macht. Aber im Allgemeinen kann ich mir Gott sei Dank jetzt, nachdem ich jetzt nicht mehr im täglichen Geschäft bin, die Dinge so aussuchen, wie ich sie für gut empfinde, wo ich auch glaube, dass ich was Produktives leisten kann. Und wenn ich das Gefühl nicht habe, dann bleibe ich zu Hause und spiele Golf oder gehe ins Schwimmbad oder in die Sauna. Und für alle anderen ist es eben sehr wichtig, dass man Spaß an etwas hat, dass man sich etwas sucht, wo man sich wiederfindet, wo man sich identifizieren kann, weil ich glaube, man kann viel mehr Kraft entwickeln für eine Sache, mit der man hundertprozentig einig ist. Ganz kurz, Ihr ganzes Honorar von heute wird gespendet. Wo geht das Geld hin? Das geht zur Antenne Bayern Hilft. Das ist ja bekannt. Die machen ja jetzt kurz vor Weihnachten wieder große Spendenaktionen. Alle meine Vorträge, ich mache ja so 20 im Jahr, gebe ich für verschiedene Stiftungen, jedes Mal eine andere. Diesmal ist Antenne Bayern dran. Sozial engagiert und menschlich, auch das ist Uli Hoeneß. Seinen Angestellten gebe er das Gefühl, wichtig zu sein. Beim FC Bayern bekommen beispielsweise nicht nur die Spieler Geld für eine Meisterschaft, sondern auch alle anderen Mitarbeiter, berichtet Uli Hoeneß, wie so oft mit einem kleinen, aber feinen Seitenhieb. Da kann man sich natürlich vorstellen, wie eine Telefonistin, wie ein Glatzwart, wie ein Greenkeeper, wenn er nicht gerade Lothar Matthäus heißt. Wie mitfiebern, wie die mitfiebern und wie sie hinter der Sache stehen, ja. Und wie sie das Gefühl haben, dazuzugehören. Ja.
Am Ende kommt es immer auf den Menschen an, so Hoeneß. Und genau das sei auch die Philosophie der Birmelin Management Beratung, sagte der Geschäftsführer Rolf Birmelin. Er berät unzählige Unternehmen aus der gesamten Wirtschaft. Ja, Herr Birmelin, Sie betreuen zahlreiche Kunden in den verschiedensten Bereichen. Wie können wir uns denn eigentlich diese Managementberatung konkret vorstellen? Wie läuft das ab? Ja, unsere Sache ist die Kommunikation. Das heißt, Unternehmensberatungen gibt es wie Sand am Meer. Und wir haben uns darauf spezialisiert, mit den Menschen zu arbeiten, Organisationen weiterzuentwickeln. Auch ein Thema, warum Uli Hoeneß heute zu Gast ist, zu dem Thema mit Begeisterung und Leidenschaft zu besseren Ergebnissen. Ich glaube, dass unheimlich viel Potenzial freiliegt, weil wir einfach zu viel Mittelmaß haben. Und ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, da was zu steigern. Aber da müssen bestimmte Bedingungen natürlich auch in Unternehmen herrschen, um das zu ermöglichen. Ja. Sie haben das Motto schon angesprochen, unsere Sache ist die Kommunikation. Was ist auch sozusagen das vordergründige Ziel dieser Managementberatung? Was wollen Sie erreichen? Also was wir erreichen wollen, ist, dass wir die Menschen weiterentwickeln, dass die Führung qualitativ besser wird, weil die Führungskräfte, man sagt ja oft, der Fisch fängt im Kopf an zu stinken, ne? Und die Führungskräfte müssen letztlich in der Lage sein, das Potenzial der Mitarbeiter zu bewegen. Und dazu brauchen sie auch nicht nur Führungstools, sondern eben auch sehr viel emotionale Kompetenz. Deswegen haben wir im Frühjahr diesen Jahres auch die Akademie für emotionale Kompetenz entwickelt und trainieren dort über 2,5 Jahre Menschen, die zu offenen Seminaren kommen. Aber wir arbeiten eigentlich 90% firmenintern. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist die Motivation. Gibt es da sozusagen eine Anleitung Ihrerseits, wie motiviere ich richtig? Ja, um richtig motivieren zu können, das braucht es eben Bedingungen. Ich brauche eigentlich niemanden motivieren, denke ich. Die Menschen sind motiviert, aber ich muss ein Klima schaffen, unter dem die Motivation möglich ist. Ja? Und genau da hakt es. Das heißt, viele Menschen sind frustriert, wenn sie heute mal so Gallup-Studie lesen, die kommen zu Werten, dass sie sagen, 13% der Menschen, die sind begeistert, die sind mit Leidenschaft dabei. Und das ist genau das, was wir brauchen. Aber wir haben zu viele, die auf dem Karren sitzen, die zu wenig bewegen. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Bremser, die die innere Kündigung haben, warum auch immer. Gut, da kannst du nicht mehr viel bewegen. Aber was es braucht, ist einfach mehr Menschen, die mit Leidenschaft etwas tun, weil Produkte immer mehr austauschbar sind. Ja? Also es gibt halt von allem genug. Es gibt in Ihrer Branche genug, in unserer Branche genug. Jeden Markenartikel gibt es kiloweise. Ja? Und deswegen gibt es ja auch Marketing. Aber deswegen braucht es eben auch, ja, sage ich mal, Bedingungen, damit man sich unterscheiden kann. Und wir glauben daran, dass die Menschen entscheiden. Wenn ich kein Kapital habe und keine guten Produkte habe, darf ich eh nicht mitspielen. Ja? Ganz kurz noch, Sie beraten die Unternehmen, damit es denen besser geht. Wie geht es Ihrem eigenen? Unserem Unternehmen geht es sehr gut. Wir sind in der Expansion, wir bekommen neue Trainer dazu. Aber wissen Sie, wir haben auch eher vielleicht so die Philosophie, wir wollen klein bleiben, um groß zu werden. Ja? Also nicht jetzt Expansion um jeden Preis. Aber wir haben die Firma immer weiter schön entwickelt und freuen uns natürlich daran, dass das Geschäft gut geht, klar. Aber es ist auch bedingt, weil die Kommunikation immer wichtiger wird. Die Kommunikation in Organisationen werden immer komplexer. Die Einflussfaktoren werden immer größer und komplizierter. Und deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, dass die Menschen in der Lage sind, damit umzugehen. Und dazu braucht es eben qualifizierte Führungskräfte, gute Teams und das versuchen wir zu unterstützen. Herr Birmelin, ganz herzlichen Dank. Weiterhin viel Erfolg natürlich. Ja, liebe Zuschauer, das war unsere TV Allgäu Wirtschaftsreihe an diesem Dienstag. Wir geben zurück nach Kempten. Ja, und das war TV Allgäu Nachrichten am Dienstag. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin einen schönen Abend. Tschüss für Gott. Auf Wiedersehen. Rund um die Uhr Strom. Zukunftsstrom. Feuerstrom. Das alles ist Allgäu Strom. Allgäu Strom, die heimatstarke Energie.